Hi und willkommen zurück bei Leon X und dem Club der Verrückten mit Mario, Rocco und Mika. Und der Mario teleportiert sich einfach wie ein Dover. Und ja, genau, Mario, ich wollte dir noch die Waffe zeigen. Ich mache mal runter. Also ich bin jetzt zu Hause. I follow you. So, Moment, wo habe ich die Waffe nochmal gebunkert? Ja, nicht bei mir. Nein, nicht bei dir. Ja, ist recht nicht. Da, wo sie keiner erwarten würde. Im Bücherregal. Da sind zwei Waffen, guck die mal an. Die eine müsste... Okay, es gibt eine Sniper und eine Pistol, aber die haben... Die Sniper müsste eigentlich gut gehen. Oh, nice. Mit 8,2 Damage pro Schuss. Ich hätte gerne die Pistol. Kannst du nehmen. Darfst du gerne die Sniper haben? Sniper? Ja. Was bietet's mir denn dafür? Moment. Seine Seele. Ah, die will ich nicht haben, die kann ich leider nicht verwenden. So. Könnt ihr eine Tech-Card geben? Tech-Card. Wie von Felix? Nein, war meine Mom. Ja, die Tech-Card nehme ich. Okay. Ich hab die reingetan. Wunderbar. Guck mal, das ist auch noch nicht. Dankeschön. Das ist auch so die einzelne Richterkette. Ich danke. Man kapiert die an jetzt nicht. Nicht. Soka. Ja, Soka. 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 So, das K. Moment. Wie beim letzten. AFK Leon. Meine Fresse, man kann auch nichts mehr machen. Ich habe die Aufnahme jetzt durchlaufen lassen. Ja, kannst du ja ausschneiden. Daran zusammenschneiden. Ja. So. Oh, ich kann noch komplett zusammenschneiden. Zusammenschneiden. Was ist da? Gehört? Ja. Das war eine SMS. Ich höre alles. Nein. Aua. Du hast lieber Glas und. Puder? Ja, Puder steckt da. Powder. Mika, du hast doch in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, dass wir das irgendwas bräuchten, weil wir noch die Mission mit dem Teddy haben. Nee. Ja, die haben wir doch gar nicht. Ich hab kein Wort von Teddy gesagt. Das war Mario. Ja, egal wer das war, die haben wir doch schon längst gemacht, also ich. Ja, hatte ich ja danach gesagt. War auf jeden Fall. Ich bin jetzt nur spontan eingefallen, weil ich den Teddy da drin gesehen habe. Ja, aber den brauchen wir ja nicht. Ja. Der Bär ist ja da. Der war auch vorher schon da, nur der Sohn war die ganze Zeit am Flennen, weil er seinen Teddy verloren hat. Ja, deswegen. Wir brauchen Titanium. Ich schön, dass du dich darum kümmerst. Schluss jetzt. Ja. So, ab auf den Mond. Muss ich auch gleich. Ich hab noch gar keinen Mac. Muss man nicht mit deinem Mac da hoch? Auf dem Mond nicht, aber wäre vielleicht besser. Ah, ich muss sowieso nochmal zum Herrn Doktor. Herr Doktor? Verzeihung, zum Herrn Professor. Zu Steve Hawking. Professor. Ja, Professor Dr. Leon. Jetzt wird es wieder so buggy am Tor. Wieso geht das nicht? Oh Mann. Was hast du, Rocco? Ich scanne doch die Sachen hier. Am Außenposten? Ja. Ja, die grün sind, ne? Oh je.
Rocco, damit sind meistens die Verkaufsstände drüben gemeint, ne? Ach so. Wie kann jemand, der so schlau ist... Ja, das steht nur Scan-Objekte. Objekte können alles sein, keine Ahnung. Aber du siehst ja, welche das sind. Ja, aber er ist in die falsche Richtung gelaufen. Er ist in Richtung Esther gegangen. Esther. Disco. Esther. Ach, die grünen Sachen, danke. Ja. Warte, sie doch gerade. No one gonna tell me to freaky like me. Jetzt kann ich mich auch bedanken. Freaky like. Shut the fuck up. Die Atmosphäre auf dem Mond ist immer so bedrückend. Bedrückend. Ich schreib's am besten. Ist recht, wenn dich ein riesiger lila Pimmel verfolgt. Wie? Das ist doch kein Pimmel. Du kannst Alter, aber nicht besser aufschreiben. Ein Hentai-Trink. Nein. Der hat keine Tentakel. Wie heißt nochmal dieses eine Pokémon? Dieses Schleim-Ding? Slimog? Slimog? Kann sein. Das ist so lila. Ja, das ist Slimog. Ja, Slimog ist lila. Oder meinst du Rettein? Nein. Slimog ist schon richtig. Glaub ich. Die gute alte erste Generation. Ja. So viele schöne Erinnerungen. Jetzt haben wir so eine komische siebte Generation. Ich erinnere mich immer, wenn die älteren Menschen sagen, ah, die Jugend von heute, die damalige Generation war viel besser. Oh Gott, da kommt das FIFA. Okay, tschüss. Ich wieder vergessen nachzuschauen. Plump. Ich mal den Tanki auffüllen. Tanki. Okay. Ich will aber noch gar nicht jumpen. Leute, ich bin mal auf dem Taurus-Planeten, ne? Ja, mach. Oh, nein! Ich bin voll in ein Loch gefallen, ich will hier nicht rein. Aber du lebst noch. Ja, ja. Ich bin auf dem Mond. Aber, Oh Gott, ja, wenn das Vieh dann kommt. Ne? Ja, Dann bin ich. Scheimkleist. Warten. Bleib hier. Junge. Und komplett ohne Schwerkraft ist auch nicht geil. Es gibt ja eine Frucht hier in Star, aber wenn du die isst, dann hast du auch keine Schwierigkeiten. Ja, stimmt. Oder so ein Getränk, was du machen kannst. Ja, genau, vom Getränk. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Ich sogar mit der Alien. Ja, genau, mit der Alien-Frucht war das. Ah, Meteor! Oh, ich bin gestorben. Da ist ein Meteor auf mich drauf geknallt. Scheiße. Ich bin nicht gestorben. Komm her, Customer. Hi Rocco! Okay, cool, dass wir gerade auf dem Flora. Hier Forest-Planeten sind. Das sind die Florada-Sachen. Achso, ne, da mussten wir glaube ich nochmal bei Sunshine aufs Schiff. Das war nämlich bei ihr der Forest-Planet. Aber wie gesagt, bei mir müsste hier eigentlich auch was sein. Und mal eben erkunden. Ja, weil ich bin gerade auf dem Mond. Genau. Oh Gott! Ach doch, oh mein Gott! Ein paar. Oh mein Gott, schon tot. Scheiße. Dieser Meteor wäre echt nicht nett. Das ist mir noch nie passiert. Ja, mir ist es auch noch nicht passiert. Mir schon. Wie vom Leon. Das ist mir schon einmal passiert. Oh, Metroco. Da eben kurz was futtern. Ich hab doch eine neue Handfeuerwaffe. Ja.
Yeah. Dieses Laber, das sieht so lustig aus. Hier, Mario. Das sieht so lustig aus. Hallo. Wir sind auf dem Faust von hinten, warum liegt hier Schnee? Ach, was? Mann, oh. Das Beste ist aber doch auf dem Lava-Planeten. Ein Floranadorf, ja, zum Beispiel. Hat nee, auf dem. Auf dem. Ach ja, Schnee auf dem Lava-Planeten. Ja. Nee, ich muss es schon recht geben. Es ist geil, wenn du auf dem Lava-Planeten bist. Da sind dann die Floraner. Und dann beschweren sie sich bei dir, dass. Ja. Ja, das hatte ich gehabt, da war ich am Lava-Planeten, da war so ein Westerndorf gewesen. Da ist dann die ganze Strohhütte abgefackelt und haben mich dann dafür schuldig gemacht. Ja. Da wollten sie mich alle abknallen. Hallo. Oh, echt. Ein Schneetier. Ja, können wir aber noch nicht mitnehmen, Paul. Ein Relocator. Ich wollte das Plan fallen. Alter, wie cool sieht mein Mac aus? Das sieht richtig wie so eine Kampfmaschine aus. Sieht aus wie ein Tiger. Wie so ein Tiger. Awesome. Mario, hast du ein Lagerfeuer? Ja, Mann, ich kann dir sogar eins abgeben, ich hab zwei. Lagerfeuerlied. Danke. Geht noch viel schneller, deshalb wird es mitgebracht. Sieht aus wie ein Tiger. Ja, wir haben es kapiert. Ein nicer Tiger. Cute. Rocco, du hast den Doppelsprung, ne? Ja. Okay, Achtung, hier geht's gleich tief runter. Das geht so tief, 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 das geht so tief. Das geht so tief, tief. Und auch mit Siegen, Bock. Oh Gott. Drei Siegen ineinander. Ich finde ja schade, dass man mit dem Mac keinen Doppelsprung hat. Das wäre geil. Springt doch hoch genug, oder nicht? Ja, aber stell dir mal vor, der hätte nochmal Doppelsprung. Dann kämpfst du selbst aus den tiefsten Schluchten wieder hoch. Ah, schnell Lawine. 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 Ach komm, musst du immer Lawinen auslösen. Da kommt die Ziege! Mäh! Mäh! Muss immer Lawinen auslösen, muss immer springen! Nein, so dick ist der Rocco nicht, im Gegenteil, er ist ein Fähnchen im Wind. Lauch! Ein Lauch! Entschuldigung, das hat Mika gesagt, ja? Das merkt vielleicht gerade noch was anderes ein, aber. Ja, das wird Rocco sich. Dann mir fällt gerade was anderes ein, du weißt vielleicht, welchen Satz ich meine. Ach, dass du auch ein Loch bist. Den hättest du auch mal fast eine Aufnahme gemacht. Ich weiß nicht. Chicken. Ah! Okay. Schön vorsichtig. Nee, dich meinen wir nicht. Also. Aber wie gesagt, du weißt, was ich meine. Okay, jetzt sieht der Mac scheiße aus. Kaffee. Doch, ich. Wahrscheinlich, weil es nicht mein Mac war. Manipulator. Ah, oh, schönes Einhänderschwert. Hallo. Rocco, du kommst klar? Nein, wo bist du? Ja. Ich hab Kühlschrank. Der Kühlschrank, kann ich den wenden? Nein, ich mach's trotzdem. Oh, hier ist noch eine Chest. Ach, da ist er ja schon. Ich hab ein Teil vom Lama-Kostüm gefunden. Zeig mal. Vom Lama-Kostüm? Ja, hier Alpaka. Wenn du alle Teile davon kriegst, kriegst du ein Achievement. Ja, deswegen. Das hab ich im anderen Zimmer gefunden. Guck Teddy mal in die Truhe. Was hast du bekommen? Ein Teddy. Oh, nice. Ich hab ein Lachen. Das sieht so lustig aus. Mensch, Rocco, warte mal. Sieh's an. Ja. Oh Gott, wie das aussieht. Wie dumm das aussieht. Oh, ich will das sehen. Ich komm gleich zu dir, Cutie. Dann
Nachher, warte, ich bin gerade auf. Du bist jetzt ein Lava-Zentau. Ein Lava-Zentauer. Ob das mehr ein Pferd war, aber ja. Ich glaube, mich tritt ein Mario. Mama mia! Oh, sorry, auch, jetzt hab ich auch seine Chat rein. Ach, mach nix. Moment, hier. Yes. Böser Ziegenbock. Meinst du nicht? Komm, kriegen die Gegner nicht keinen Fallschaden. Nein, nicht. Nicht sterben. Marco, nein! Oh, ich bin auch fast tot. Nicht sterben. Weil. Stay alive. Weil, wie kann er bitte die vier Beine bewegen? Sieht so lustig an. Ja. Weißt du noch dieses Affen, was ich habe? Dieser komische Regen. Das Kakerlake oder was das ist? Ich hab das sieht so ähnlich aus. Ich hab ein Set bei Starbound. Auf dem halt Haupt. Account. Ich sehe aus wie eine riesige Raupe. Ja. Ich hab 6 Beine. Und 4 Arme. Und einen riesigen Kopf. Ja, das ist ziemlich komisch. Die kleine Raupe. Rocker braucht deine Hilfe. Also, okay, ich spawn und werde direkt angegriffen von irgendwelchen. Ich hab ein Banjo gefunden. Idioten. Nice. Ich will nicht sterben, so dumm. Rocco, hier ist ein Florana-Dorf. Du kannst gleich scannen. Die kleine Raupe Mika satt. Hihi. Ich hab mir meine Mutter früher mal vorgelesen. Es gibt ein Hörbuch, das heißt Die kleine Schnörkelschnecke Monika. Was? Echt? Ja. Nice. Das hab ich so gut. Das kenne ich nicht. Ja, das ist auch ziemlich unbekannt, aber es muss. Kannst du das morgen mal zeigen? Ich weiß nicht, wo ich das hab. Der Regenbogenfisch zu sein. Nee. Regenbogen. Im Wasser. Hm. Danke, Slay. Das steht da gut. Blöd. Ich kann doch mittlerweile Upgrades. Aber mir fehlt nur eins von den Power Generator, da will ich den mal aufbessern. Oder Rocker, schau, wo du die Sachen scannen kannst am besten. Ja. Ach, ich hab nur so einen kleinen Ball. Ah, hier sind schon. Nein, das meinte ich nicht. Ich hab nur so einen kleinen. Rocker hat nur einen kleinen Ball. Ich hab nur so einen kleinen Ball. Kleine Balken. Unser kleiner Balken. Spaß. So, hey, jetzt kann ich schneller abbauen, danke. Der Balken wird länger. Rockers Balken wird länger. Oh mein Gott. Rock, was hab ich getan? Den Porno aus, dann. Ich weiß weg. Ernst. Ich glaube, ich zieh das Kostüm lieber aus. Rock hat keinen Balken. Das Kostüm sorgt für große Balken. Das ist genauso wie, wir brauchen für das Wochenende einen Grill. Ich habe einen kleinen, das weiß ich, aber lass erstmal das Problem mit dem Grill lösen. Ja. Aua. Ich bin erstmal in Stacheln gefallen, ich Idiot. So eine Alarmanlage. Ich glaube, ich habe eine gute Nachricht, denn ich glaube, ich habe Regenbogenbäume. Nice. Ja, der Unterschied zwischen Glauben und Wissen ist ja im Allgemeinen bekannt. Ich habe Regenbogenbäume gefunden. Nein! Fuck. Doch. Oh. Ich komme doch nie wieder raus. Na, was kannst du denn? Rocco, kommst du mal kurz zu mir und dann sollen wir mal eine Quest machen? Moment, ich muss erstmal die Sachen scannen. Später dann. Okay. Jetzt fange ich schon mal an. Ich bin fast fertig, mein Balken. Ich mach kaum Schaden, das ist so traurig. Und auf dem Hauptaccount wanted es, du hattest. Ja! Ja, auf dem Hauptaccount echt, da haben wir die Überwaffen. Ich will meinen Raketenwerfer wieder haben und meinen Regenbogenschwert. Ich will meine Phasergun wieder haben. Ja, und ja, auch, boah. Und das Flammenschwert unbedingt. Mein Schuppisch. Aber das verbesserte bitte. Ja, natürlich. Das ist einfach so. Ach, das ist Sachen.
Das sind die Dinosaurier. Der viel Schaden. Ah, cool. Oh, kleine Lags. Oh Mann, echt jetzt? Schon? Ganz kleine aber nur. Aber na gut, das ist zwischendurch mal. Ich meinte jetzt eigentlich nicht, ich meinte den Timer. So. Die Zeit, ja, die Aufnahme. Ah, oh, da machen wir ein bisschen länger. Ein bisschen überziehen diesmal ein bisschen. Ja. Das passt schon. Ungefähr, aber nur ein bisschen. Ungefähr so viel wie Rockus bei. Ja, so 10 Sekunden. Nur so viel überziehen. Ja. Ja. Okay, jetzt Aufnahme beenden. Hat dauert. Wieso finde ich hier keine Chess? Traurig. Oh, hallo? Hi. Darf ich deinen Kaktus finden? Dankeschön. Mein kleiner, grüner Kaktus. Verdammt, es fehlt nur ein kleines Stückchen, dann wären mein Balken. Gott, Sunshine, sieh das aus! Verzeih mir ein Lachen. Der Kopf wird irgendwie so fürchterlich. Lawine! Ja, übrigens, ich habe ein Fluffalo-Ei gekauft. Okay, oh. Welches? Ein rotes. Oh, das ist ein Biber. Okay. Was? Das ist ein Biber. Oh, ist ja nicht vergiftet. Ach, stimmt, du hast all deinen Fluffalos Namen gegeben. Ja, zwei. Schnutzbart. Schnutzbart und Justin Biber. Oh, ich bin tot. Fast tot. Mann, Kacke! Das sagst du immer, das nervt langsam. Okay. Shut the fuck up! Oh Gott. Bong. Ja, ich hab den einfach seinen Kühlschrank abgezogen und dem juckt das nicht mal. Oh, hier liegt Scheiße. Und hier ist ein Cup of Tea. Goldene Scheiße. Nee, das war stinkende Scheiße. Wow. Oh. Schon fliegen. Oh, hier ist ein kleines Füchschen, das mich anspucken will mit Feuer. Ach, der Feuerfox, ja. Feuerfoxy. Und nein, schon wieder. Mika, der hat Internet, ne? Das ist ja Feuerfox. Firefox. Ja. Ich muss nur fragen, ob er mit Vornamen Mozilla heißt. Ja. Aua. Warte, wie weit muss ich denn latschen? Ja, ich bin zu Hause, kleine Krabbe. So. Ja, bleib da unten. Oh, ich bin tot. Nice. Oh je. Ja, bleib da. Oh nein. Oh Gott, geht doch. Wo ist denn dein Stuff jetzt überall hingefallen? Ne, ja, ich weiß, wo er ist. Eines Tages vielleicht. Da ist schon wieder Gift drin. Ja, ich komm mal zu dir, Leon. Oh, ich hab eine Pyramide gefunden. Ich bin auf meinem Schiff. Ich langweile mich gerade. Hallo. Ich bin fast tot. Hier habe ich noch gar nichts gebaut, finde ich mal so ein. Ich hasse es. Das wollen wir mal ändern. Oh. Nein. Hallo. Ich hab Sand. Hallo. Stimmt, das brauche ich ja für. Ach, jetzt haben wir ein Stuff direkt. Nice. Bin hier vom Spawnpunkt gestorben. So. Nehmen wir mein Stuff bitte wieder. Dankeschön. Ich mach mir was für Essen. Ey, du sollst dich mal Feuer bei mir ans Schiff setzen, Mensch. Ich mach mir erst was zu essen, dann tu ich's wieder weg. Hey, jetzt hast du mal Feuer. Ja, sorry. Ich hab noch keins, behalte ich. Okay, kannst du haben. Ich geb dir dafür die Fackel. Danke. Lust auf ein Schlückchen? Nein, ich trinke nicht.
Süß. Da bin ich besoffen. Und dann mach ich verrückte Sachen. Ja, deswegen lassen wir das. Ich werd verrückt. Du sowieso. Bei dir keine Überraschung mehr. Und Krabbi. Na, ist auch zu lange. Hat der Krabbe einen Namen? Ne. Ach, schade. Doch, der hat einen Namen. Johnson. Nein, Günni. Günni? Hallo, Günni. Nein, nicht Günther, Günni. Günni. Nee, Günther ist bei mir auf dem Hauptserver. Denken. Ihr Name ist dann ganz bestimmt. Ja, das ist richtig. Günther. Hallo, Florana. Warum brennt die Krabbe? Was? Die brennt nicht. Nein, die brennt. Ja, weil die Krabbe brennt. Die Krabbe brennt. Der Baum brennt. Was? Der rennt weg? Der Baum brennt weg. Was? Der Baum brennt weg? Nein, der brennt weg. Alter, ja. Im Ernst? Kommt ihr jetzt? Nein, im Detlef. Ach stimmt. Ja, also, da war ja was mit Folge. Im Ernst? Da war Gift drin, danke. Günther. Ich kann was nicht haben. Ich muss da kurz auf Klo. Ich muss noch hin. Ey! So, fertig. Auf dem Außenposten, da steht ein dickes, fettes Schild, da steht Klosett, da kannst du reinscheißen. Alter, hey, Jan, guck mal hier. Guck mal hier. Wer sind Sie? Wo ist Mario? Was haben Sie mit Mario angestellt? Ich wurde aufgefressen. Mario gemacht. Mario. Also, das ist einfach mir übrig. Muss unbedingt Sunshine sehen. Sekunde. Jo, kein Stress. Zentaurjagd. Sieht echt aus wie so ein Zentaur. Kann man auf die reiten? Kann man stehen? Dieses ja. Bild, wo Reinhard auf Ulisse reitet. Ja. Ah! Oh Gott, ja. Oh, ja. Darf ich mal kurz hin? Ich möchte das auch mal anziehen. Ja, aber warte mal. Das passt ja gut mit dem Oberteil. Mit deinem. Ja. Sie waren. Jetzt bin ich gespannt. Hä, wo tut man das rein? Bei Hosen. Ja, was du? Ja, im Bauch. Man sieht echt seinen Bauch. Awesome, Alter. Sieht aus, als ob ich ein Gesicht auf dem Bauch hätte. Ja, stimmt. Ja. Dieser Zweiteiler, weißt du? Wo unten einer guckt, der eine hat ihn auf den Schultern. Ja. Ja, genau. Okay, Schluss jetzt, bevor es noch bescheuerter wird. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben schon mal ein bisschen überzogen. Und ja, wie gesagt, schaut bei Mario, Rocco und Mika vorbei. Lasst ihnen auch einen Daumen hoch und ein Abo da. Oh, jetzt Schluss mit dem Quatsch hier. Deshalb sage ich jetzt direkt bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Ciao. 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 Mann.